Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge meiner N64-Sammlung. Da ist er. Und es gab Hartgesottene, die wissen wollten, was ist das denn? Das ist Hotel Mario. Tja. Und ich sage es mal so, das Spiel an sich ist gar nicht schlecht. Das ist so ein Puzzler. Wenn man will, kann man sagen, es ist so ein bisschen, ja, soll ich sagen, Elevator-Action trifft Wrecking Crew, trifft, ein paar Mario-Figuren. Das Gameplay an sich ist gar nicht schlecht. Das heißt, ihr geht von Hotel zu Hotel und müsst da ein paar Türen öffnen und schließen. Das ist ein bisschen, falls die Steuerung nicht gut, aber der CDI, der hier steht, der ist sowieso nicht bekannt für hervorragende Steuerung, fragt man die Zelda-Spiele. Die ihr mir übrigens gerne schenken könnt. Hust, hust. Also das Gameplay an sich ist gar nicht schlecht. Und ich weiß auch, dass ein befreundeter Holländer von mir, der möchte auch ein LP dazu machen, da werde ich dann auch ein bisschen Werbung tun, weil das Spiel ist gar nicht so schlecht. Grafisch sind die Cutscenes natürlich unter aller Sau, das hat die gleiche Qualität wie die beiden ersten CDI Zelda Games, also grottig ist noch nett formuliert, und wenn einer wissen würde, woher kommt, Gay Luigi, hier, hier kommt's her. Ja, auch eine begnadete Synchronisation. Vielleicht einen kurzen Blick, damit ihr das mal seht. Das ist ein CDI, also er läuft natürlich mit CDs, wobei die ein eigenes Format haben, aber das ist eigentlich, ich sage mal so immer so schön, PlayStation 1 Standard kann man so ungefähr sich merken. Ist interessant, ist okay. Hotel Mario ist so das einzige Original-Game, was ich dafür habe. Die Zelda-Spiele habe ich mir auch mal angesehen. Ja, gameplay-technisch sind die gar nicht so grottig, wie man, die Steuerung ist natürlich unter aller Sau, aber das liegt an der Kiste hier. Da gibt es kaum Spiele, die das wirklich hinkriegen. Also selbst Space Ace oder Dragon Slayer auf dem CDI, ja, das geht schon an Körperverletzung. Ja, aber trotzdem, das macht die Cutscenes nicht besser. So, kommen wir aber jetzt wieder mal zu dem Eumel. Zeit für N64. Und wo wir schon bei Hotel Mario sind, wenn ich schon für ihn kein LP darüber mache, kann ich doch Werbung machen. Blast Corps, ein toller Titel. Und ich weiß auch, dass ein bekannter LPler das gerade spielt. Guckt es euch an. Toller Titel. Absolute Top-Qualität. Ihr müsst die Welt retten dadurch, dass ihr eigentlich alles platt bügelt, damit es eben nicht zu einer Nuklearschmelze kommt. Das mag vielleicht jetzt ein bisschen so nach Fukushima und all sowas vielleicht ein bisschen merkwürdig wirken, aber das ist wirklich ein Fun-Game, ein toller Strategietitel und kann ich nur empfehlen. So, machen wir es schnell. Racing Simulation 2 ist okay, ist ein netter Racer, aber auch da würde ich euch ganz ehrlich zu den richtigen Formel 1 Titeln raten, da kommen wir auch noch zu. Das gleiche gilt für F1 Pole Position 64. Okay. Es ist okay, aber es ist eben nicht sensationell. Ja. Das gleiche trifft auch hier Kobe Bryant in NBA Courtside. Es ist okay, man kann es spielen. Es ist, es geht. Aber es gibt bessere NBA-Titel. So, zu den beiden komme ich gleich noch. Kommen wir mal gleich zu einem richtigen Top-Sporttitel, wenn wir ihn schon gerade mal haben. International Superstar Soccer 2000. Ja, impressive. Wirklich toller Fußballtitel, tolles Game, ohne Frage. Ich finde, auf dem N64 ist die ISS-Serie auch besser als die FIFA-Serie. Da gibt es wahrscheinlich jetzt gleich wieder hervorragende Kommentare, die sagen, also du hast überhaupt keine Ahnung. Ja, auf anderen Plattformen sehe ich das ja auch genau andersrum, bevor einer fragt. Ich bin eigentlich ein FIFA-Fanatiker. Aber trotzdem, dies ist ein toller Titel und wenn ihr den bekommt, der ist nicht ganz so preiswert zu bekommen. Also da seid ihr schon bei 10 bis 15 Euro. Weil Sammler das kennen. Der ist, ich weiß nicht, ob der selten ist oder ob der einfach nur von seinem Ruhm lebt, der ist schon nicht mehr für Flohmarktpreise zu kriegen. Aber es ist ein würdiger Titel. Auch ein toller Titel ist 1080 Snowboarding. Ein schöner Snowboarding-Titel. Ist nicht unbedingt die SSS-Abteilung. Ist vielleicht ein bisschen da, ein bisschen anders aufgestellt. Ist aber auf jeden Fall ein hervorragend guter Tipp. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Es ist ein solider Boxtitel mit dem großartigen Mohamed Ali. Ne?
Box Champion 2000 ist okay. Es ist wirklich okay. Ihr müsst nur fragen, ob ihr so auf solche Sachen steht. Weil, wenn ihr da keinen Spaß dran habt, dann kann auch selbst die gute EA-Präsentation dann nicht viel reißen. Also, das müsst ihr entscheiden. Ha! Erster Wrestling-Titel. WCW vs. NWO. Bravo! Ja. Erkennt ihr noch? Ne? Paul White, allerdings der aller besser bekannt als der Big Show. Ja, ich bin kein Fan von Wheelchair Wrestling. War ich nie, werde ich nicht. Ich bin auch, konnte auch mit Nitro und dem ganzen Unsinn nie was anfangen. Da bin ich schon sehr im Vince McMahon-Land. Auch heute noch. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, warum ich auch mit der TNA nicht so wirklich viel was anfangen kann. Auch wenn es da den einen oder anderen gibt, der sich sicherlich bewegen kann. Was nicht für den Bravo, für Terry Bolleo alias Hulk Hogan gilt. Trotzdem, toller Wrestling-Titel. Wenn ihr auf sowas steht, dann schnappt ihn den euch, weil der ist okay, der ist wirklich okay. Die THQ-Titel kann man sowieso im Wrestling-Bereich, was N64 angeht, sehr empfehlen. Das ist okay, also den fand ich solide. Ja, solide kann man hier auch gerade sagen. Das ist auch wieder ein Fun-Racer. Ja, ich muss mir, da muss man den Fun suchen. Der ist okay, aber ihr seht schon den Fuchs da unten. Und Titus ist ja nicht unbekannt, nicht gerade bekannt für Qualität. Und das machen sie hier eben auch nicht. Deswegen könnt ihr euch angucken, ist aber eine Frage, ob ihr damit glücklich werdet. Das müsst ihr dann selber entscheiden. FIFA 64, wir haben gerade davon gesprochen. Ja, FIFA auf dem N64 ist spielbar. Klar, logisch, weil EA weiß ja, was sie tun. Also sehr. Ist ja jetzt nicht neu, die wissen ja wirklich, was sie tun. Ich finde aber eben die ISS-Serie besser. Ihr kriegt aber diese Sporttitel, ich wiederhole das gerne, auf dem Flohmarkt nachgeschmissen. Das heißt also, wenn ihr euch da interessiert und einfach mal einen Schrank mit Modulen vollhauen wollt, die sind ja alle spielbar, die sind ja alle gut. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Sportfetisch habt, die sind toll, die sind wirklich gut. Also ihr kauft ja keinen Schrott. Die könnt ihr so locker abräumen. Also ja, toller Titel, ist okay. ISS finde ich nur besser. Auf jeden Fall auf dieser Konsole. Ja, das ist schon ein Formel 1 Titel, den ich euch empfehlen würde. Grafisch opulent, wirklich gut gemacht, hat auch, glaube ich, so alle Lizenzen, die man so haben muss und sagen muss, oh, cooler Titel. Deswegen greift einfach hier mal zu. Das ist schon gut. So, Pokémon Snap. Nach meiner Meinung einer der besseren Pokémon-Titel, hat auch den Vorteil, dass er ein wenig anders ist. Man kann ihn vergleichen mit einem Rail-Shooter, wo es darum geht, dass ihr eben nicht die Pokémon abschießt. Ich weiß, das würden wahrscheinlich Leute dann mehr kaufen, aber es ist eben nicht Mohun. Und dabei eben Fotos schießt. Und je nachdem, was ihr für Gegenstände einsetzt, machen die Aktionen, dadurch gibt es mehr Fotos, dadurch werden neue Strecken freigeschaltet. Ich fand den wirklich gut. Der ist ziemlich schnell durch, aber ist ein sehr guter Titel. So, ach komm, bevor wir zum großen Highlight kommen, machen wir einmal was richtig Großartiges. Wir waren ja gerade bei Wrestling-Titeln. WrestleMania 2000. Toller Titel, wirklich guter Titel, hat nur einen einzigen Schatten. Seinen absolut überlegenen Nachfolger. No Mercy ist auf der gleichen Stufe wie Here Comes the Pain. Ist absolut ein Wrestling-Hochgefühl. Die Storys sind gut, ihr habt eine Menge Möglichkeiten, die ihr eingreifen könnt, ihr könnt eine Menge verändern. Es ist wirklich für damalige Verhältnisse war es sensationell und es ist heute noch ein guter Titel. Es steht heute eben noch immer mit Here Comes the Pain im Kampf, wer das beste Wrestling-Game aller Zeiten ist. Ich würde sogar sagen, trotz dass sie WWE 12 den Story-Mode relativ gut aufgeräumt haben, ist der Story-Mode hier immer noch deutlich stärker. Also, müsst ihr mitleben, wenn ihr damit haben wollt. Cooler Titel. So, kommen wir mal eben kurz zur Pflaume des Monats. Das ist Wayne Gretzky 3D Hockey. Eigentlich ein solider Hockey-Titel. Der hat auch ein Problem. Der hat einen Nachfolger. Olympic Hockey 98. Einziger Unterschied, hier gibt es Nationalmannschaften. Ich lasse das kurz mal eben wirken. Ja, hier gibt es Nationalmannschaften. Sonst ist dieses Game vollständig gleich. Die beiden Games wurden für Vollpreis rausgebracht. Ja. Es gab weit Zeiten vor Activision, EA, also selbst in den 80ern, 90ern und auch natürlich in den Nullern. Immer werden gern genommen.
Wir wollen ja schließlich Geld verdienen. So, zum Schluss. Kurz. Hallo, it's a me, it's a Mario. Ja, Klappe. Ja, Mario Party 1. Wer es nicht kennt, kurz beschrieben, es ist jedes Mal gleich. Ihr habt ein Spielbrett und viele Minispiele. Also ein Brettspiel wurde hier videotechnisch umgesetzt. Das ist Teil 1. Das ist Teil 2. Das ist Teil 3. Danach verließen sie den N64 und machten den GameCube unglücklich. Mario Party 4. Mario Party 5. Lernen wir zählen. Mario Party 6. Mario Party 7. So, und natürlich durfte die Wii auch nicht fehlen, denn wenn es ein System gibt, das sich mit Minispielen auskennt, dann ist es die Wii. So, und jetzt haben sie auch noch Mario Party 9 ausgepackt. So, und jetzt die Community-Aufgabe für dieses Video. Ich werde mich zu den Mario Party-Titeln ein eigenes Review noch machen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Was ist denn euer Lieblings-Mario Party-Titel? Oder sagt ihr, diese ganze Serie ist nur Geldmacherei und es geht mir so wie ein Magengeschwür ab? Schreibt das einfach in die Kommentare. Nächste Woche kommt die nächste Folge. Wir sehen uns. Tschüss.